Joshua braucht genau 2 Minuten, um sich 30 Trauben in den Mund zu stopfen. Dieses Spiel ist gerade der Renner unter seinen Schulkameraden. Aber Vorsicht! Allein 6 Trauben können genügen, um Joshuas Gesundheit zu gefährden. Greenpeace-Tests beweisen: Eine Traube kann mit bis zu 16 verschiedenen Pestiziden vergiftet sein. Manche davon sind sogar hochgiftig. Solche Pestizide können zum Beispiel die Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen, das zentrale Nervensystem angreifen oder sogar krebserregend wirken. Doch endlich macht die Politik den entscheidenden Schritt. Im Juni 2010 verschärft eine neue EU-Verordnung die Grenzwerte für Pestizidrückstände. Ein großer Erfolg der jahrelangen Greenpeace-Kampagne für pestizidfreie Lebensmittel. Und schon kurz vorher gibt es eine erfreuliche Nachricht. Von Greenpeace getestete Supermarkttomaten sind erheblich weniger pestizidbelastet als früher. Manfred Sanden ist Chemiker und Pestizidexperte bei Greenpeace. Die jahrelange Pestizidarbeit von Greenpeace trägt endlich Früchte. Häufig werden inzwischen Nützlingsinsekten eingesetzt anstelle von Pestiziden. Oder aber Pestizide, die so beschaffen sind, dass sie sich relativ schnell abbauen und deswegen gar nicht mehr bis zum Verbraucher gelangen. Das war nicht immer so. In der spanischen Provinz Almería zum Beispiel wächst ein Großteil des Gemüses für deutsche Supermärkte. Vor allem Paprika und auch Tomaten. Die wurden hier jahrelang ganz selbstverständlich mit großzügigen Pestizidduschen behandelt. Greenpeace macht schon seit 2003 immer wieder auf das Thema Gift im Essen aufmerksam und fordert von Handel, Bauern und Politik Maßnahmen zur Verringerung der Pestizidbelastung. Der für uns wichtigste Hebel für eine Verbesserung ist der Verbraucher. Deswegen haben wir 2005 unseren ersten Ratgeber rausgegeben, Essen ohne Pestizide. Da geht es darum, den Verbraucher zu informieren, welches Obst und Gemüse besonders stark belastet ist und welches nicht. Und damit hat Greenpeace richtig einen Stein ins Rollen gebracht. Schon wenige Monate später erscheint ein neuer Ratgeber. Diesmal mit direktem Supermarktvergleich, um über den Verbraucher Druck auf die Händler auszuüben. Dann ging Schlag auf Schlag. Die Verbraucher haben sofort reagiert. Und im Einzelhandel kam es zu enormen Umsatzeinbrüchen. Und wir konnten dann richtig beobachten, wie die Supermärkte unter Druck gerieten und reagieren mussten. Die deutschen Supermärkte Lidl, Aldi und Edeka starten schließlich eigene Pestizidreduktionsprogramme. Sie akzeptieren nun weniger Gift auf ihrem Obst und Gemüse als gesetzlich zugelassen. Lidl sogar nur bis zu einem Drittel. Wir haben natürlich weiter getestet, um zu sehen, ob diese Reduktionsprogramme was bringen. Und tatsächlich ein Jahr später haben wir festgestellt, dass Obst und Gemüse von Lidl, Aldi, Edeka deutlich weniger belastet ist. Und in Spanien kam es dann dazu, dass in Lebensmittellaboren Überstunden gemacht werden mussten. Und auch die andalusische Regierung hat reagiert und Ende 2007 festgelegt, dass keine Paprika mehr ungeprüft das Land verlässt. 2007 gibt Greenpeace erneut einen Ratgeber heraus. Wieder mit Supermarktvergleich. Und verheerenden Werten zum Beispiel für Kaisers Tengelmann und Rewe. Auch die Qualität bei Edeka ist inzwischen wieder eingebrochen. Die Verbraucher reagieren sofort und die Nachfrage nach Bioprodukten steigt rasant. Kaisers Tengelmann und Edeka verschärfen daraufhin ihre Standards. Lieferanten und Bauern geraten mehr und mehr unter Druck. Auch in der spanischen Anbauregion Almería, wo die Greenpeace-Arbeit Wirkung zeigt. Eine schöne Anerkennung der Arbeit von Greenpeace ist der Preis von Almería, den mein Vorgänger Manfred Krauter 2008 entgegennehmen konnte. In Almería hat tatsächlich ein Umdenken stattgefunden. Mehr als 50% der Tomaten- und Paprikaproduktion beruht auf Einsatz von Nützlingen statt Pestiziden. Und das hat dafür gesorgt, dass die Bauern ihren Umsatz retten konnten. Aber bei allem Erfolg, das Problem pestizidverseuchter Lebensmittel in Deutschland ist noch lange nicht vom Tisch. Ende 2009 testet Greenpeace zum Beispiel Kopfsalat und Rucola. Hier werden die Höchstgehalte teilweise so weit überschritten, dass es gesundheitsgefährdend ist. Und kurz danach schneiden auch Johannisbeeren schlecht ab. Trotz aller Verbesserungen und dem Trend hin zu weniger Pestiziden gibt es aber auch immer wieder Ausreißer. Und das zeigt unser Johannisbeertest, den wir im Juli 2010 durchgeführt haben. Dort finden wir 6 verschiedene Pestizide auf einer Johannisbeere aus deutschem Anbau. Und was so ein Pestizidcocktail für die menschliche Gesundheit bedeutet, kann niemand wirklich bewerten. Und gerade wegen solcher Ergebnisse ist es wichtig, dass Greenpeace immer weiter testet.
Greenpeace macht weiter, damit Joshua sich irgendwann wirklich ganz beruhigt den Bauch mit Trauben vollschlagen kann.